Ja, hallo liebe Leute, willkommen zu meiner Review des Label Writers 450 Twin Turbo. Ihr seht das gerade. Neben der Software-CD haben wir, ja klar, den Label Writer, USB-Kabel. Wir haben zwei Rollen dabei. Bei Twin haben wir die Möglichkeit, zwei Rollen einzulegen und ein Netzteil. Ja, die Maschine selber vom Design her wirklich sehr nett gemacht. Und extrem leicht, also lässt sich dementsprechend auch leicht mal irgendwo, ne, schnell woanders hinstellen. Ja, wir werden also an dieser Geschichte alles mal durchtesten. Okay, wünsche euch viel Spaß. Ja, vielleicht noch was zu den Größenverhältnissen der Maschine. Also, ihr seht das, ne? Standard-Tastatur, das ist das Gerät. Also wirklich kompakt. Ihr seht das, ich kann das mit einer Hand anfassen. Das ist ganz leicht, das könnt ihr überall mal eben also umstellen. Also das Ding passt wirklich auf jeden Schreibtisch. Ja Leute, die Software ist installiert. Ich habe mal ein bisschen rumgespielt, schon mal reingeschaut. Exzellente Software, das kann man wirklich sagen. Also da ist dermaßen viel machbar, dass wir da wirklich, ja ich sag mal, mehr oder weniger den ganzen Tag mit verbringen könnten. Vorschlag von meiner Seite aus. Wir bedrucken einmal dieses Blatt, sprich wir machen das voll mit Etiketten. Ich zeige euch das jetzt hier mit dem Screener, sprich ich nehme den Bildschirm auf, dann seht ihr, was dabei ist. Ja, okay, liebe Freunde, schauen wir uns mal die Software an, rufen sie einmal auf. So, also die Software ist wirklich super klasse gemacht, also da gibt es überhaupt nichts. Ich fange einfach mal hier oben in den Fenstern an, also da könnt ihr euch auch so ein bisschen Überblick machen. Aber alles, was hier oben über die Dateifenster geht, das geht auch hier nochmal mittels Icon im Programm selber. Wir haben diese Bearbeitungsgeschichten, ja, die Ansicht könnt ihr ändern. Das Einzige, was hier nicht geht, zeige ich euch später, ist entsprechend die Importgeschichte. Oder ich zeige es euch am besten sofort. Ihr habt also die Möglichkeit zu importieren. Wenn ihr eine CSV-Datei oder eine Excel habt, wo ihr entsprechend Adressen habt, könnt ihr das Ganze ins Adressbuch direkt reinkopieren. Habt also so die Möglichkeit, eure Adressen zu übernehmen. Da gehen wir einmal auf Abbrechen. Und jetzt fangen wir einfach mal vorne an. Ihr habt also hier die Möglichkeit, die Etikettenart auszuwählen. In unserem Fall ist das hier die 36er-Etikette. Und wenn ihr die 36er auswählt, dann habt ihr hier eben halt die Möglichkeit, ein gewisses Layout zu wählen oder zu sagen, okay, ich nehme einfach hier so eine Blanko-Geschichte, machen wir gleich, schauen wir uns an, was noch machbar ist. Wir haben hier entsprechend die Möglichkeit zu sagen, okay, nicht alle Etiketten, ich möchte nur Adressetiketten, Versandetiketten. Fürs Hängeregister, Namensschilder, Mehrzweck-Etiketten, Preisschilder, was auch immer. Das ist die Geschichte. Ihr habt später bei den Etiketten, kommen wir auch zu, machen wir auch, die Möglichkeit, was einzufügen. Entweder direkt eine Adresse, Text, ein Zähler oder Datum, Uhrzeit, ein Barcode, sage ich auch mal ganz kurz. Eine Form, Bild entsprechend, habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert wunderbar. Textbogen, diese Geschichte. Wenn ihr also hier ein Bild wählt aus der Sammlung, dann habt ihr hier unten, hier an der Stelle, ich mache das mal gerade ein bisschen größer, habt ihr jede Menge Icons schon drin, also Cliparts. Ihr könnt über elektrische Symbole bis ja, Formen alle möglichen Dinge machen oder hier gehen wir einmal auf Sonstiges, was sicher auch interessant ist. Ja, habt ihr jede Menge Geschichten, die ihr einfügen könnt. Wie es geht, zeige ich gleich. Ich zeige jetzt erstmal, was das Programm an sich hergibt. Notfälle. Ja, also es ist schon sehr umfangreich an der Stelle, was machbar ist. Hier über diese Icons. Okay, wir gehen nochmal wieder einmal zurück. Wir gehen einmal auf das Adressbuch. Wie man hier eine Adresse eingibt, zeige ich euch auch gleich. Ich habe mal eine angelegt hier schon. Und dann seht ihr hier, also dann haben wir auch direkt die Adresse drin. Dieses Adressbuch habe ich angelegt, hier unten auf Neu, neues Adressbuch eingeben, beziehungsweise hier oben Adressbuch und dann hier einmal auf Neu gehen und schon könnt ihr euch euer eigenes erstellen. Hier ist auch ein Beispiel-Adressbuch mal drin, da könnt ihr mal so sehen, was machbar ist. Ja, okay, ich denke, an dem Punkt können wir die Geschichte verlassen. Was ich auch schon gemacht habe, ist, hier unten habt ihr die Möglichkeit, Etiketten zu speichern. Ich habe hier auch mal zwei gespeichert. Einmal diese Geschichte hier und einmal die Daisy Duck an der Stelle. Ja, so sieht das aus.
Ich zeige euch jetzt mal eben ganz kurz noch. Ich habe also diese Geschichte hier, die habe ich schon einmal gedruckt. Könnt ihr jetzt sehen an der Stelle. Und zwar ist das dieses Etikett, was schon rausgekommen ist. Gut, und jetzt machen wir mal ein Etikett. Ja, erstellen wir erstmal ein ganz einfaches Etikett an der Stelle. Und zwar hier nochmal über Etikettenarten. Wir nehmen mal unser Etikett hier und gehen einfach mal hier auf ein Blanko-Etikett und kommen hier auf die Adresse und können hier jetzt im Endeffekt was eingeben. Und ihr seht, dass die Formatierung auch später relativ einfach ist, weil man an der Stelle die ganze Geschichte, sich das Ganze selber formatiert im Prinzip. Ihr seht das gleich, wenn ich noch eine Zeile eingebe, dann wird das Ganze ein bisschen kleiner. Und ihr könnt also hier beliebig viele Zeilen eingeben. Ich mache das mal gerade im Schnellformat. Und ihr seht, je mehr Zeilen ihr eingebt, umso kleiner wird das Etikett. Oder beziehungsweise die Schriftart. Natürlich, das Etikett bleibt gleich, Leute. So, nur das mal an der Geschichte, um zu veranschaulichen. Also da ist nicht viel zu machen, sondern ihr habt wirklich eben halt, es macht sich alles von selber. Das ist also schon wirklich eine gute Geschichte. Okay, jetzt versuchen wir gerade mal bei diesem Etikett hierher zu gehen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt hier ja noch ein Icon einfügen, können wir machen. Packen wir das da oben hin, so ist hier drauf. Und wenn ihr immer hier drauf geht, dann habt ihr immer wieder die Geschichte des Textes. Geht ihr einmal links auf die Seite drauf, okay, dann ist das Icon wieder da. Ihr könnt das Icon entsprechend auch noch natürlich größenmäßig verändern. Also ich habe selten nochmal eine simplere Software erlebt wie die Geschichte hier. Das ist selbsterklärend, das ist für jeden machbar, das ist also richtig gut. Wir könnten jetzt hier natürlich auch nochmal hergehen, das Ganze entfernen und einfach mal schauen mittels Bildschirmgreifer, beziehungsweise wir gehen hier einmal drauf, entfernen das hier und sagen, okay, Bildschirmgreifer, okay, jetzt habe ich hier so eine Wikipedia-Seite auf und hängt jetzt hier ein bisschen mit meinem Screener zusammen, aber wir gehen einfach mal hier drauf und sagen, okay, nimm mir die Geschichte hier und pack mir das in das Etikett rein und da seht ihr das, einfügen und schon ist das Ganze hier auch drin. Ja, also das geht auch, eine sehr schöne Geschichte. Ich mache mal gerade noch was anderes, damit wir das gleich besser sehen können. Und zwar öffne ich einmal hier ein Word-Dokument, hier mit einer Adresse drin und gehe jetzt einmal nochmal auf den Writer, sage, okay, entfernen wir das Ganze hier und gehe nochmal auf den Greifer. Ja, und dann nehmen wir einfach hier die Geschichte eben halt, diese Adresse, sagen, okay, einfügen und dann habt ihr also auch wirklich hier schon eine Adresse drin, gut gemacht. Und jetzt gehen wir hier einmal auf Drucken. Ich zeige euch hier unten gleich noch die Funktion. Ihr habt hier eben halt die Möglichkeit, beide Rollen auszuwählen. Habe ich jetzt weggemacht. Oder ihr geht einfach her und sagt, okay, ich möchte auf der linken Rolle drucken oder auf der rechten Rolle drucken. Das könnt ihr euch aussuchen. Wenn ihr beide nehmt, dann wechselt er immer ab. Und wir gehen jetzt einfach mal an der Stelle und nehmen die linke. Ja, und jetzt drucken wir das Ganze nochmal eben. So, ihr habt es gesehen, Etikett ist gedruckt, passt alles drauf, hat zwar irgendeine Meldung gezeigt, die ich jetzt übersprungen habe, aber es ist da. Ja. Ja, bevor wir zu den Etiketten kommen, noch so ein paar grundlegende Dinge des Programms eben halt. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, zuletzt verwendete Layouts euch auszuwählen. Hier einmal eben halt zu speichern, zeige ich euch gleich nochmal, wenn wir ein Etikett gemacht haben. Drucken ist klar, da unten, aber hier unten rechts den großen Button auch nochmal. Ihr könnt Text aus einer Zwischenablage einfügen, kann ich mal eben zeigen. Man geht hier drauf, ich hatte also meine E-Mail, meine Internetadresse, YouTube eben halt in die Zwischenablage, also einmal kopiert und dann haben wir hier auch die Adresse drin, also das ist machbar. Ihr könnt natürlich jeden Schritt auch wieder rückgängig machen. Den Bildschirmgreifer habe ich euch gezeigt. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, ein Etikett auch im Hochformat zu erstellen oder im Querformat
Und ihr habt hier natürlich die Möglichkeit, sobald ihr das Adressfeld angeklickt habt und hier eine Adresse eingeben wollt, entsprechend eure Größen zu wählen. Also diese ganzen Geschichten machen. Normalerweise steht es auf Einpassen oder automatisch einpassen. Ihr könnt es aber auch ohne machen und dann hier diese ganzen Formatierungen, Ausrichtungen eben halt vertikal, horizontal. Alles ist hier machbar. Ich wiederhole mich, ein super Programm. Okay, jetzt machen wir einfach noch ein weiteres Etikett und das speichern wir mal. Ich mache das jetzt wirklich hier ganz auf die Schnelle, gebe hier wirklich nur was ein, damit ihr also auch seht, wie das Speichern funktioniert. Okay, wenn wir jetzt hier auf Speichern gehen, dann haben wir, hier sehen wir schon, habe ich schon zwei Adressen gespeichert. Wir gehen auf Speichern und ihr schiebt euch das hier unten rein in gespeicherte Etiketten. Wir schauen mal hier rein, ja, da ist es jetzt mit drin. Also auch hier habt ihr die Möglichkeit, euch ja, ganz, ganz viele Dinge schon anzulegen und jedes Mal abzuspeichern, wenn ihr immer wieder dasselbe nutzt. Also auch hervorragend gemacht, neben dem Adressbuch, was wir ja schon uns angeguckt hatten, eben halt hier ein eigenes Adressbuch anlegen, Familie Duck in meinem Beispiel, und ja, schon könnt ihr das drucken, ne? Also das ist hervorragend. Nehmen wir mal wieder ein Blanko-Etikett und schauen uns an, was geht. Wir gehen eben halt hier auf Einfügen einmal, sagen, okay, füge mir hier oben einen Zähler ein, entsprechend hier einmal, okay, dann haben wir den Zähler hier drin. Oder eben wir sagen, okay, ich möchte jetzt tatsächlich hier ein Bild einfügen. Und wenn man das macht, dann hat man hier eben halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme nicht die Geschichte aus den Cliparts, die vorgegeben sind, sondern sage, okay, durchsuchen, nehmen wir hier einfach mal ja, so einen gelben Pfeil und sagen öffnen, okay. So, und jetzt ist das Ding wirklich auch hier drin. Und ihr könnt hier jetzt noch eine Adresse zusätzlich eingeben. Das mache ich jetzt auch nochmal an der Stelle ganz schnell. Und ja, dann schauen wir uns das mal an. Also hier links, wie gesagt, auf den Rand einmal drauf, dann habt ihr immer diese Geschichten. Hier dieses ganze Thema. So. Und dann gehen wir einmal auf Drucken und schauen uns das Ganze dann wieder an. Ja, linker Drucker ist eingestellt und dementsprechend haben wir hier das Etikett wieder mit dem Pfeil drauf, gleich aufgeklebt, nochmal alles, können wir uns das nochmal betrachten, was wir gemacht haben. Also auch hier seht ihr der Pfeil, sehr schön abgebildet, also natürlich klar schwarz-weiß ist ja nun mal hier Thermodruck, die ganze Geschichte, ohne Tinte, ohne Toner, so wie das früher bei den Faxgeräten war. Aber wie gesagt, die Auflösung selber von der Geschichte ausgezeichnet. Ja, hier unterhalb habt ihr so eine Schneidkante, will ich mal das Ganze hier nennen. Okay, dann könnt ihr einmal hier das Etikett nehmen. Ab, also auch das. Molto einfach. Ja, machen wir vielleicht noch ein bisschen was mit Formen. Wir gehen hier nochmal auf Etikett. Ihr seht das, ich habe schon ein bisschen was gemacht und habe das auch einmal ausgedruckt entsprechend so. Und jetzt machen wir das einmal noch für euch neu. Gehen einmal hier auf ein Blanko-Etikett und sagen ihm, okay, altes Etikett will ich nicht speichern. Und dann gehen wir auf Einfügen und können jetzt hier sagen, okay, gib mir mal eine Form. Ziehen die Form hier drauf und sagen, okay, so ein Viereck ist gut. Die Rahmenlinie etwas dicker und nicht so ein dunkles Schwarz, sondern eher so ein leichtes Grau. Okay, dann machen wir das mal, dann haben wir die Geschichte schon mal hier. Könnten jetzt hier schon auch direkt den Text eingeben. Ja, und jetzt könnt ihr hier, wie gesagt, diese Cliparts zum Beispiel einfügen, indem wir hier eins hinmachen. Und entsprechend vielleicht noch hier und da noch was. Und dann schieben wir das hier einmal noch so ein bisschen rüber. Also ihr seht, der Kreativität hier bei dieser Geschichte ist keine Grenze gesetzt. Okay, auch das drucke ich nochmal. Ja, machen wir weiter, liebe Leute. Und zwar
Versuchen wir jetzt mal die Geschichte mit dem Barcode. Ich werde das nicht zu Ende führen für euch, aber zumindest mal anreißen dieses Thema. So, einmal hier Geschichte, nehmen wir wieder einfach ein Etikett, alte wollen wir nicht drucken und sagen jetzt hier einmal auf Einfügen und okay, einmal ein Barcode und dann öffnet sich die Geschichte per Doppelklick hier entsprechend auf den Barcode, den ihr haben wollt. Und dann müsst ihr euch immer was aussuchen. Ich gebe jetzt hier einfach mal mein YouTube-Channel ein und dann müsst ihr euch hier entsprechend was aussuchen, was funktioniert. Nehmen wir den Autocode, genau funktioniert. Ihr habt jetzt hier Schriftart, könnt ihr auch noch irgendwas ändern und über erweitert könnt ihr Namen für die Geschichte vergeben. Also ich will das jetzt hier nicht komplett durchexerzieren, aber auch da seht ihr, das Ganze funktioniert. Ihr könnt euch auch einen QR-Code dann entsprechend im Internet erstellen und hier über die Einfügemodi irgendwas machen. Okay. Ja, liebe Leute, dadurch, dass wir ja zwei Rollen hier in unseren Twin-Drucker reinbringen können, haben wir natürlich diverse Möglichkeiten. Deswegen gehe ich noch mal ganz kurz auf die Etikettengrößen ein, die also hier machbar sind. Ihr seht das hier 28x89. Dann gibt es hier eine Superrolle 89x28. Dieses kleine Absenderetikett, das was üblicherweise im Lieferumfang enthalten ist hier. Und ja, wir schauen mal einfach weiter. Für Versandadressen, Versand, Ordnerbreit, Ordnerschmal. Hier habt ihr die Geschichte für die Aktenordner, um den Rücken entsprechend zu bekleben. Namensschilder nicht klebend, klebend. Diese ganze Thematik. Gut, VHS, wer das noch braucht heute, weiß ich nicht. Aber ihr habt auch den VHS-Rücken lang schmal entsprechend und vor allen Dingen heute hier auch natürlich eine CD-Geschichte. Ihr seht auch hier, habt ihr schon die Möglichkeit, eben halt auch ein Layout zu wählen, wo ihr sagt, okay, ich möchte es so haben, so haben, so haben. Braucht es dann nicht großartig selber zu gestalten, was aber auch geht. Okay, so viel zu der Etikettengeschichte. Ja, wie versprochen oder nicht ganz. Ich habe das Blatt nicht ganz voll gemacht, lag aber nicht an den Möglichkeiten. Also die sind so dermaßen vielfältig, sondern einfach aus zeitlichen Gründen ein bisschen. Okay, also ihr habt mich ja so ein bisschen begleitet hier bei diesen Geschichten noch. Und ja, dann seht ihr diese Geschichte mit dem Herz oder hier eben halt auch mal so eine Geschichte, wenn ihr ja irgendwas beschriften wollt in Richtung Lebensmittel. Also kreativ ohne Ende, Etikettenauswahl habt ihr auch ohne Ende. Ihr habt mit dem Twin-Gerät die Möglichkeit, zweierlei Etiketten reinzugeben. Ja, ich sage mal an der Stelle, dieses Gerät, es gibt überhaupt nichts zu meckern. Von der Softwareinstallation bis zum Einlegen eben halt der Rollen. Das Gerät ist super einfach zu bedienen. Die Software ist super einfach zu bedienen. Also, das ist so Senioren-PC-Kurs, CD rein, anmachen und loslegen. Also, hier gibt es nichts zu meckern. Nochmal, ich habe schon mal so gehört, die Whiner würden immer gerne 5-Sterne-Rezensionen vergeben. Aber ja, Leute, ich habe keine andere Möglichkeit. Ne? Wenn es nichts zu meckern gibt, gibt es nichts zu meckern. Über die Preise der Etiketten könnt ihr euch auch informieren vor einem Kauf. Das ist auch alles sehr transparent. Ihr könnt mit dem Bildschirmgreifer übrigens jedes Label aus dem Internet, also jedes Icon wirklich abgreifen und auch etikettierbar machen. Ihr könnt eigene Fotos wie hier von mir einfügen. Ja, also nochmal 1A Top.